Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Stages. Was war das denn? Stages 8x1. Ohne Facecam, weil es zu spät ist. Also zu spät, um mit Facecam aufzunehmen für mich. Mal gucken, ob ich mir irgendwann mal eine bessere. Achso, ich kriege jetzt eh ein neues Zimmer. Dann sollte die Beleuchtung eigentlich besser sein. Ja. Genau. Und wir spielen Stages, weil ihr euch das ja gewünscht habt. Ich bin ja jetzt Premium hier. Oh ja, ja. Da dachte ich mir dann mal, warum GG? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Okay. Und dann, der hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Da dachte ich mir, achso, Stages habe ich noch nie gespielt. Und ich sehe, dass hier Bronze spawnt. Okay, alles klar. Und genau, weil ihr, Leute, ein Rekord auf dem Map Stages. Habe ich die doch schon mal gespielt? What the fuck? Okay, gut zu wissen. Alles klar. Ich weiß nur, dass man sich hier erst zu seinen Nachbarteams bauen sollte. Weil, wenn man das nicht tut, sind die ganz schnell mal bei einem selbst. Okay, schwarz ist gleich beschäftigt, sehe ich schon. Das heißt, wir bauen uns erstmal zu grün. Ich denke, grün baut sich auch zu uns. Ja, tut er. Der sweet boy. Oh, wir müssen aufpassen, beide. Man muss hier echt mega aufpassen. Oh Gott. Ich verpiss mich erstmal wieder. So, pass auf. Wir ziehen hier erstmal den Kreis des Glücks drum. Okay. Er hat eine Spitzhacke dabei, alles klar. Wir dürfen ihn nicht hier hinkommen lassen. Komm, Bruder, trau dich. Jump hier runter, komm, trau dich. Okay, jetzt ist er auf dem Baum. Er will seinen Fallschaden so gering wie möglich halten. Verstehe ich. Komm. Oh, die Map gefällt mir schon mal nicht, weil das geht mich alles ein bisschen zu schnell. Ich könnte jetzt zu ihm richtig leicht rüber, aber das Problem wäre dann, dass er mein Bett eben auch richtig leicht kriegt. Ich kann gerade nicht die Party annehmen, das tut mir echt leid. Weil ich aufnehme. Jetzt frage ich mich allerdings, was er da tut. Will er mich jetzt die ganze Zeit hier festhalten? Das bringt uns beide doch nicht weiter. Komm, entweder du tust es jetzt mal oder du tust es nicht. Komm. Kika Live, trau dich jetzt. Danke für den Block. Ich muss mir eh noch ein paar neue kaufen, glaube ich. Obwohl, nee, das passt. Okay, er ist da. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Das war amazing. Er hat geleftet. Was ein... Nee, der Schwarze kommt. Oh Gott, ich bin am Fallschirm gestorben. Oh Gott. Okay, Schwarz hat kein Bett mehr, alles klar. Ist nicht so schlimm. Oh Gott, ja. Hör ich ihn bauen? Die Map gefällt mir nicht, weil man hier unter Dauerdruck steht, ey. Alles klar, jetzt ist der das ist der Türkise, ach so. Okay, gut zu wissen. Ich würde mich gerne equippen, aber ich stehe hier echt unter Dauerdruck. Mein Gott. Deswegen spiele ich nie so gerne 8x1er Maps, weil... Irgendwie, keine Ahnung. Ich spiele lieber Team Maps. Weil Bed Wars... Was machen wir hier? Das ist jetzt aber absolut nicht cool. Das war auch absolut uncool. Okay, er ist am Fallschirm gestorben, alles klar. Dann müssen wir jetzt kontern. Und zwar so schnell wie möglich. Boah, keine Ahnung, muss man sich bei dieser Map überhaupt equipen, ey? So, hier müssen wir uns jetzt ganz wichtig runterbauen.
Damit wir eben keinen Fallschaden bekommen. Applaus, Tom. Das war richtig super. Echt, ohne Witz. Das war richtig klug. Mann, das ist scheiße jetzt. Ich habe jetzt echt ein ernstes Problem. Deswegen spiele ich nie so gerne 8x1 am Mist. Weil man die ganze Zeit selbst... Man hat halt keine Auszeit. Man steht die ganze Zeit selbst unter Druck. Man muss jedes Problem alleine lösen. Jede Krisensituation. Aber ich habe eine Blume in meinem Inventar. Eigentlich hat er keine Chance mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist das beste Item des Spiels. Deswegen kann man es auch nur selbst abbauen. So. Ich habe ihn nicht erwischt. Okay, dann gehe ich zu seinem Bett jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Vielleicht ist das die Taktik, die man auffahren muss, dass wir beide gegenseitig unsere Betten zerstören. Vielleicht verreckt er auch an Fallschaden oder so. Auf jeden Fall habe ich sein Bett. Ich denke, er kriegt meins auch. Sollte jetzt echt nicht allzu schwer sein. Leute, das war richtig gleichzeitig, ey. Respekt. Okay. Also jetzt hat keiner mehr ein Bett und ich komme hier nicht aus dem hässlichen Wasser raus. Was soll das denn? Komm. Lass mich hier aus dem Wasser raus. Okay, wenn ich jetzt... Oh Gott, Telefon, Telefon. Wenn ich mich jetzt ganz schnell in die Mitte baue hier, dann könnte das vielleicht sinnvoll für mich sein. Okay, Team Pink wurde vernichtet. Okay, der ist jetzt bei mir. Wir haben einmal kurz die Basen getauscht. Läuft bei uns. Okay, ich weiß nicht, was er macht. Ich glaube, er will sich nicht equippen. Ist auch echt nicht sinnvoll. Ne, equippen braucht eigentlich auch keiner. So, das reicht mir schon. Davon hole ich mir dann ein Schwert in deiner Base. Er ist tot. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Ich brauche eine Rüstung. Ich brauche mehr Rüstung. Das war richtig... Alter, das war richtig gemein. Oh Mann, war das gemein. Schussknüppel. Wir haben eine richtig schlechte Posi. Oh mein Gott, er hat ein Eisenschwert. Ja, lol. Das war's, Leute. GG. Ja gut, man kann nicht immer gewinnen. Auf jeden Fall habt ihr euch die Map Stages gewünscht. Ich habe die Map Stages gespielt. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch. Dass ich nicht gewonnen habe. Dafür, ja, ich verstehe dieses... Die ist ein bisschen... Ich finde die nicht so gut, weil alles so eng aneinander geklatscht ist und so. Finde ich nicht so super, ne? Auf jeden Fall ging die Folge 10 Minuten lang. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Like da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Und yo. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ich denke nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.